Ich danke für euer Erscheinen. Das ist der Hammer, so viele gekommen sind für so ein trockenes oder komisches Thema. Was ja auch nicht unbedingt, es ist ja auch ein bisschen reichsbürgerverdächtig. Ich werde jetzt einfach davon erzählen, erstmal das Thema und das Grundgesetz, ob das Grundgesetz Verfassung ist oder nicht, kurz anreißen und dann erzählen, warum ich darüber spreche. Das Warum ist ein ziemlich wichtiges Ding. Ich möchte nur vorneweg was sagen. Wir haben letztens die Sanktionen in Hartz IV gestürzt, das ist von uns ausgegangen. Die Sanktionen sind nicht mehr in dem Maße erlaubt wie bisher. 100%, 60% Sanktionen sind gar nicht mehr erlaubt. Alles, was über 30 ist, ist nicht mehr erlaubt. Und die 30 sind jetzt auch unter harten Bedingungen. Wir haben dafür gesorgt, dass die Sache ins Bundesverfassungsgericht gekommen ist. Ich hatte mir gesagt, das dauert 7 Jahre, bis ich damit durch bin. Und es hat 7,5 Jahre gedauert. Was ich heute Abend erzählen werde, das ist ein Ding, dass es geht noch viel tiefgreifender und wird 30 Jahre dauern. Dann bin ich 90, 92. Und ich möchte, also das Thema, was heute Abend an ist, ist ein Thema, was wirklich brennt. Und ich fange damit an, ich fange jetzt aber erst mit dem Thema an, ob das Grundgesetz eine Verfassung ist oder nicht. Ihr seid ja hier, die meisten hier, ich weiß ja nicht, inzwischen hat sich die Bevölkerung auch gemischt. Ne, wir haben ja das Grundgesetz erst 1990, naja, sind sie in den Bereich des Grundgesetzes eingelagert worden, wenn man so sagen will. Ne, ursprünglich war von Seiten des Westens aus eine ganz andere Idee da. Dieses Grundgesetz war als Provisorium gedacht im Westen. Und zwar aus folgendem Grund, das kann man ganz deutlich sagen. Die Westalliierten haben gesagt, also die Westalliierten haben den Westdeutschen damals den Auftrag gegeben, der Regierung, damals unter, mit Namen habe ich immer ein bisschen schwer, Adenauer, gesagt, so, ihr macht jetzt eine Verfassung. Da hat der Adenauer gesagt, wie soll sie denn aussehen? Das waren die allmächtigen Besatzer, das war ja hier auch nicht ganz anders. Ne? So. Demokratisch muss sie sein, eine Demokratie muss es sein und ein föderaler Staat, also dass man Bundesländer hat, dass die auch was zu sagen haben. Das waren die zwei Vorgaben gewissermaßen so. Dann hat der Adenauer jemanden gesucht, der sich dafür zuständig fühlt und hat jemanden gefunden mit unglaublicher Genialität. Das ist der Carlo Schmitt. Carlo Schmitt war damals Politiker der SPD und der hat das mit einer unglaublichen Genialität das Thema durchgezogen. Und der hat aber gesagt, wir können keine Verfassung machen. Und zwar, der hat gesagt, einfach als Begriff, der hat gesagt, eine Verfassung ist etwas, was sich ein Volk in freier Entscheidung selber gibt. Als Grundlage seiner Existenz. Und hat gesagt, in dieser Lage sind wir jetzt nicht. Die Besatzer haben hier das absolute Recht, auch Nein zu sagen bei allem, was wir hier tun. Das heißt, wir müssen sie fragen, ob sie es für berechtigt halten. Das war das eine. Dann hat er gesagt, wir sind nur im Westen. Im Osten gibt es auch noch Leute, die zum Volk gehören. Die dürfen nicht mitbestimmen. Wie können wir jetzt eine Verfassung machen, solange die nicht mitbestimmen dürfen? So, ja. Das waren zwei Punkte. Und der dritte war, dass die, ja genau, also, und das waren zwei der Hauptpunkte. Es gibt noch mehrere, so. Und dann hat er gesagt, wir können keine Verfassung machen. Wir können das Volk nicht fragen nach seiner eigenen Verfassung, weil das Volk war ja auch im Osten und die Alliierten haben das Sitzen, wir sind nicht frei. Und dann hat er gesagt, statt einer Verfassung machen wir ein Grundgesetz. Jetzt muss man den Begriff des Grundgesetzes sehen. Ein Grundgesetz ist, was ein Besatzer einem besetzten Gebiet gibt, damit auf dem besetzten Gebiet das läuft, was der Besatzer will. Der gibt das Grundgesetz für den besetzten Bereich. Das ist der Begriff des Grundgesetzes. So, aber jetzt kommt das unheimlich Interessante. Die Amerikaner, die Franzosen und Engländer haben dieses Grundgesetz ja nicht gemacht. Sie hätten das Recht gehabt, bei uns irgendwas reinzusetzen. Da hätten wir gar nichts machen können. Ich bin Wessi. Also deswegen sage ich jetzt bei uns in der... ja, die hätten das einfach, hätten die Macht gehabt, da war gar nichts zu sagen. Aber die haben gesagt, die sollen das schon mal selber machen. Und dann hat der Carlo Schmitt was unglaublich Interessantes gesagt. Der hat gesagt, gut, wir machen jetzt zwar nur ein Grundgesetz, der Form nach, das ist ein Provisorium, aber der Inhalt muss stimmen. Und über den Inhalt haben sie lange nachgedacht.
Und der Inhalt ist genial. Ich muss das ganz einfach, ich will nur die Grundprinzipien, die aller tiefsten Grundprinzipien sagen. Die Besonderheit am Grundgesetz ist, dadurch unterscheidet es sich von allen Verfassungen der Welt, dass es nicht aufs Volkswohl basiert ist. Alle Verfassungen sind aufs Volkswohl basiert. Da denkt man, boah, wie toll. Da muss man nur dazu denken, der Adolf hat auch nichts anderes gesagt. Der Adolf hat gesagt, es geht immer ums Volkswohl, da brauchen wir Platz im Osten und die Juden, die stören und so weiter. Ist das deutlich? Das Problem ist mit der Basierung einer Verfassung aufs Volkswohl, dass was das Volkswohl ist, bestimmt immer die herrschende Klasse. Die sagen, was das Volkswohl ist. Dann stören die Juden, dann stören die Muslims, dann stören Kurzhaarige, dann Schwule oder was weiß ich, Arbeitslose, immer irgendjemand. Ja, das ist ganz egal. Das definiert das Volkswohl, was das ist, wird immer von der Obrigkeit definiert. Und damit ist die Definition oder eine Basierung einer Verfassung aufs Volkswohl immer faschistoid bis vollfaschistisch. Das kann man so scharf sagen. Ist das deutlich? Aha, wenn Frau Merkel dann da aufs Volkswohl eingeschoren wird, das sind ganz harte Sachen. Aber das ist eine andere Geschichte. Und deswegen haben die gesagt, das dürfen wir nie wieder tun. Und haben gesagt, deswegen basieren wir das Grundgesetz auf die Würde des Menschen. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und das Wort Volkswohl kommt im ganzen Grundgesetz kein einziges Mal vor. Aber weil man davon ausgeht, wenn die Würde des Menschen geachtet wird, tritt das Volkswohl automatisch ein. Die Würde des Menschen ist das Zentrum. Und da kann man nicht ran. Weder von Seiten von rechts, noch von links, noch von der Wirtschaft und so weiter und so fort. Wie gesagt, von der Wirtschaft, die hat ja Hartz IV eingeführt. Es hat noch geklappt, dass das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, das geht nicht mit den Sanktionen. Ist das deutlich? Da ist die Würde des Menschen ist da unterlaufen und gebrochen. Auch wenn die Politiker das noch so sehr wollen. Also diese Basierung auf Volk, auf die Würde des Menschen ist eine absolute Besonderheit weltweit. Man schaut sich amerikanische an, man schaut egal welche Verfassung. Es gibt nur eine, die ähnlich brutal ist oder ähnlich, das ist die Verfassung des Papstes oder des Vatikans. Da wird sogar gesagt, da ist der erste Satz, die Würde des Papstes ist unantastbar. Da wird es also nicht auf den Menschen, sondern auf den Papst gelegt. Das ist, also da gibt es das nochmal. Aber hier ist es, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Aufgabe aller staatlichen Gewalt. Eine andere Aufgabe gibt es schlechterdings nicht. Also um brutal zu sagen, wenn die sich um irgendwas anderes kümmern, sind sie schon in Bereichen, wo man sagt, na, muss das unbedingt sein. Ja, ist das deutlich. So. Das ist die Besonderheit. Und die zweite Besonderheit ist, dass dann natürlich drin steht, also wenn wieder die Würde des Menschen im Zentrum steht, das Artikel 1 im Grundgesetz. Artikel 1 bis Artikel 19 sind die Menschenrechte. Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Artikel 2, Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit. Hammer. Muss man reinziehen, was das heißt. Das heißt nicht, die Gedanken sind frei, sondern du darfst dich frei entfalten. Du darfst auch tun, was du für richtig hältst. Nicht nur denken. Ja, deswegen ärgert mich immer, wenn dann gesungen wird, die Gedanken sind frei. Zum Beispiel auf den Mahnwachen. Das ist zu alt. Der Mensch ist frei. Dann ist es richtig, im Sinne des Grundgesetzes. Es ist viel tiefer gedacht als so. Ist deutlich, ja, so Recht auf. Dann kommt Post- und Telekommunikationsgeheimnis und was da alles drinsteht, Religionsfreiheit und alles, was da drin steht zwischen Artikel 1 und 9, das sind die sogenannten Menschenrechte oder die Grundrechte. Und die sind so verfasst, dass man sich aufgrund dieser Grundrechte gegen staatliche Bevormundung erwehren kann. Extra so gefasst. Und dafür ist das Bundesverfassungsgericht auch. Die Hauptaufgabe eigentlich des Bundesverfassungsgerichtes ist, den Menschen die Möglichkeit zu geben, sich gegen staatliche Bevormundung zu erwehren. So ist das Grundgesetz aufgebaut. Und da ist vom Staat bis dahin noch gar nichts erzählt. Und dann gibt es den bedeutenden Artikel 20. Artikel 20 ist die aus den Grundrechten gehobene Staatsstruktur. Den nennt man... Das ist der wichtigste Artikel im Grundgesetz schlechterdings. Den nennt man die Verfassung im Kleinen. Und da steht zum ersten Mal drin, was die Bundesrepublik ist.
Vorher stehen nur die Menschenrechte drin. Und im Artikel 20 steht als erstes drin, das erste Mal wird überhaupt die Bundesrepublik erwähnt. Da steht drin, die Bundesrepublik ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Satz 1. Satz 2. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, nicht von den Eliten. Satz 2. Satz 3. Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung gebunden. Das heißt, sie dürfen nichts machen, außer was die Würde des Menschen schützt. Ja? Und der vierte Satz heißt, gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen Recht auf Widerstand. Diesen Artikel nennt man die Staatsstrukturprinzipien. Sehr wichtig, dieser Artikel öffnet überhaupt erst das Thema Staat. Vorher sind es die Menschenrechte. Jetzt möchte ich es ganz schön ins Bild bringen. Die Menschenrechte gehören gar nicht ins Grundgesetz. Die sind zeitgleich für die ganze Welt in der Allgemeinen Deklaration der Menschenrechte formuliert worden in 30 Sätzen. Hier sind es nur 19. Aber die 19 umfassen alles, was in den 30 auch drin steht, nur ein bisschen komprimierter. Die Menschenrechte sind allgemeines Menschheitsgut. Und die verhalten sich zum echten Grundgesetz, zu dem, was in Artikel 20 steht, wie der Boden, wie der Granitboden zur Staatsstruktur. Ganz einfach zu einem Haus, zu einem Schloss, was man drauf baut. Ist das deutlich? Das ist die Grundlage. Die gehören nicht zum Grundgesetz und sind von Seiten der Politiker unantastbar. Sollten sein. Ich bin gegen unser politisches Personal außerordentlich nicht voreingenommen, ist der falsche Begriff. Die bauen Scheiße. Das ist keine Vorordnung, das ist ein glattes Urteil. So, also die sind absolut, die sind unantastbar. Sie dürfen geändert werden. Artikel 1 darf überhaupt in keiner Weise geändert werden. Die anderen dürfen in bestimmter Beziehung geändert werden, während die Weltverhältnisse sich ändern. Zum Beispiel, es gab damals ein Post- und Telekommunikationsgeheimnis. Angesichts der Digitalisierung ist das ein bisschen knapp gefasst, dass die nicht in die Post reingucken und beim Telefon nicht zuhören dürfen. Ist das deutlich? Das heißt, hier müsste weiterentwickelt werden, jetzt in der digitalen Welt. Und zwar so, dass der Staat nicht reingucken darf, dass man davor sicher ist. Stattdessen haben wir einen Staatstrojaner bekommen. Und so weiter und so fort. Nur das ist ganz klar. Das heißt, sie dürfen geändert werden, aber sie dürfen den Geist des Grundgesetzes nicht außer Kraft setzen, sondern sie dürfen nur angepasst werden, je nachdem, wie die Anpassung notwendig ist, im Sinne des Geistes des Grundgesetzes selbst. Alles andere ist verfassungswidrig. Die größte verfassungswidrige Organisation, die wir überhaupt in Deutschland haben, ist die Bundesregierung. Das ist das Parlament im Bundestag. Soweit, aber zu dem Thema gehen wir noch weiter. Deswegen ist das wichtig, dass wir über die Dinge erzählen, die wir jetzt hier so andeuten. Es gibt noch viel größere Player, verfassungswidrige. Kommen wir drauf. Ist das deutlich? So. Dann kommt diese Staatsstruktur. Die Staatsstruktur ist aus den Grundrechten gehoben. Ich möchte es ganz deutlich sagen. Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit bedingt eine demokratische Struktur. Was habe ich vom Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, wenn ich in der Diktatur lebe? Ist das deutlich? Bedingt eine demokratische Struktur. Schutz und Achtung, Achtung und Schutz der Menschenwürde bedingt einen Sozialstaat. Deutschland ist ein sozialer, demokratischer Bundesstaat. Alle Gesetze, alles, was da drin steht, ist aus dem gehoben. Ist die totale Konsequenz aus den Menschenrechten. Wir haben das erste Mal in der Welt ein Grundgesetz, was Verfassung werden sollte oder hätte können oder ja, so, welches vollständig nicht aus Staatsinteressen, sondern aus Menschenrechten gehoben ist. Alle weiteren Artikel, es gibt 146 insgesamt, hängen dann von dem Artikel 20 ab. Der legt die Grundlage des Staates. Der hat für den Staat dieselbe Bedeutung wie Artikel 1 für die Menschenrechte. Ja, schön wär's. Alles, was im Staat ist, was im Staat passiert, muss ich an Artikel 20 und Artikel 1 orientieren. Jetzt kommt das die Besonderheit an diesem Grundgesetz.
Es ist alles wandelbar. Es muss nicht sein, dass wir Parteien haben in der Demokratie. Man könnte auch direkte Demokratie machen. Das ist alles nicht Grundgesetz festgelegt. Grundgesetz ist insofern wandelbar, dass alles möglich ist, außer Artikel 1 und Artikel 20 zu ändern. Artikel 1 und Artikel 20 haben absolute Ewigkeitsgültigkeit, sind nicht angreifbar. Im Sinne des Grundgesetzes haben die Ewigkeitsgültigkeit. Alle anderen sind verhandelbar. Also ich habe vorher gesagt, die Menschenrechte sind nicht verhandelbar, die sind weiterzubilden im Sinne der Entwicklung, aber nur im Sinne dieses Geistes des Grundgesetzes. Und alle anderen genauso. Ist das deutlich? Und es darf nichts passieren im Staat, was dem Artikel 20 und oder dem Artikel 1 widerspricht. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Haben Sie das schon gemerkt? Wir fragen immer, wo wohnt denn dieser Volke? Ja, so viel zum Thema. Aber das ist die Besonderheit. Das muss man vom Prinzip wissen. Und dann hat der Carlo Schmidt, die haben das so entwickelt, alles andere, was dazugekommen ist. Also Artikel 79 ist derjenige, der festlegt, dass Artikel 1 und Artikel 20 Ewigkeitsgültigkeit haben. Wenn man das Grundgesetz abschaffen will, bekämpft man Artikel 79. Ist passiert von der CDU, hat das schon versucht. Hat gesagt, wir nehmen mal den 79er weg, dann können wir den Rest auch schleifen. Auf das, wie die Verfassungsfeinde arbeiten, kommen wir gleich. Und dann ging es aber zum Bundesverfassungsgericht. Und das Bundesverfassungsgericht hat glücklicherweise gesagt, man ist jetzt nicht mehr sicher, wenn man weiß, was da inzwischen personal passiert im Bundesverfassungsgericht. Ich traue dem Bundesverfassungsgericht jetzt auch nicht mehr, seit neuerem. Aber damals haben sie noch gesagt, dieser Artikel 79, wenn der den 1 und dem 20er die Ewigkeitsgültigkeit garantiert, dann ist der selber so wichtig, dass er nicht antastbar ist. Das steht da aber nicht drin. Ne? Aber das Bundesverfassungsgericht hat ihn für unantastbar erklärt. Damit hat die CDU dann wieder ein Problem gehabt mit weiterem Agieren. Ich komme drauf, das erzähle ich genauer, weil das Thema ist außerordentlich interessant. Carlo Schmidt hat jetzt dieses Grundgesetz in die Welt gestellt und hat gesagt, es ist der Form nach ein Provisorium, weil das unter den Bedingungen, die damals waren, Teilung Deutschlands und absoluter Vorherrschaft der Besatzer nicht anders ging. Und hat gesagt, aber es ist ein Widersinn, eine Verfassung, eine demokratische Verfassung in die Welt zu setzen von oben, per Order de Mufti. Und hat gesagt, wenn es überhaupt jemals eine Verfassung werden soll, dann muss es durch das Volk, durch eine Volksabstimmung zur Verfassung erhoben werden. Deswegen, das war der Punkt. Und dann hat er gesagt, und deswegen ist der letzte, und ich möchte nur mal sagen, weil das nicht möglich war, eine Verfassung zu machen, und weil das per Order de Mufti, also von oben, gegeben wurde, steht vorne drauf nicht Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, sondern Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Das ist was anderes. Da steht auch nicht Verfassung der Bundesrepublik drauf, sondern nicht mal der, sondern Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Ist das deutlich? Das hing mit den damaligen Bedingungen zusammen, dass es nicht anders ging. Und dann aber, weil das da vorne drauf steht, ist der letzte Paragraph oder der letzte Artikel, Paragraphen gibt es nicht im Grundgesetz, nennt man Artikel. Der letzte Artikel, 146, heißt folgendermaßen: Dieses Grundgesetz verliert seine Gültigkeit an dem Tag, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die vom deutschen Volk in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Das setzt deutlich in den Rahmen dieses Grundgesetzes. Das heißt, dieses Grundgesetz ist ein Provisorium und verliert seine Gültigkeit an dem Tag, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die vom deutschen Volk in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Steht heute noch drin, man kann sehr dankbar sein. Es gab starke Interessen, das zu löschen, 1989, 90. Das stand ursprünglich gegenüber dem geteilten Deutschland, weil man sagte, sobald die Teilung weg ist, kann man ja alle Deutschen fragen. Und wenn dann glücklicherweise dann auch die Alliierten nicht mehr das voll sagen, also das war so die Sache, wann hören die Alliierten auf, ihre Macht auszuüben und wann kann das Volk sich frei entscheiden? Das war so die Frage. Ne? Und dann kam 1989 und plötzlich haben die Alliierten gesagt, sie verzichten auf alle Besatzungsrechte, bis es zur Wiedervereinigung kommt, haben die plötzlich gesagt.
haben da freigegeben. Und wir wären alle frei gewesen, uns über das Thema der Verfassung zu unterhalten und eine Volksabstimmung zu machen. Und es gab etliche Verfassungsbewegungen, die das versucht haben, von den runden Tischen ausgehend, hier und im Westen von den Grünen ausgehend und so weiter. Und die haben sich zusammengesetzt und haben gesagt, geiles Ding, aber man könnte etliches verbessern. Und haben schon eigene Verfassungsvorschläge gemacht. Und jetzt wäre angestanden eine verfassungsgebende Versammlung zwischen den neu zusammengekommenen zu machen und zu klären, wie dann die Verfassung aussieht. War eine ganz starke Bewegung. Problem war, dass die Ossis schon alle in den Westen abgehauen sind, dass die Ossis Angst hatten, was kommt, wenn die jetzt alle... Also man hatte kein Stabilitätsgefühl, sondern man hatte das Gefühl, hier bricht was zusammen. Man weiß ja nicht, ja, so in der Art, dass man möglichst schnell dem Osten eine Sicherheit geben muss, dass sie nicht alle denken, dass sie fliehen müssen oder rüber müssen in Westen. Na, ich war damals im Westen und plötzlich kam da eine Schwemme von Krankenschwestern. Richtig geil für die westlichen Krankenhäuser. Hat man sich gefragt, wie machen die das da drüben jetzt noch oder sowas. Aber da war ein Unsicherheitsgefühl. Das war das eine, dass man möglichst schnell was haben musste. Und eine verfassungsgebende Versammlung mit dem Ganzen und der letztlichen Volksabstimmung ist eine solche tiefgreifende Auseinandersetzung. Es dauert richtig lange. Deutlich? Geht nicht so schnell. Und das Zweite, was war, dass man nicht wüsste, wie lange die Besatzer das Fenster offen lassen. Wenn man nämlich hier angefangen hätte, eine echte Verfassungsbewegung zu machen, hätten Sachen drin stehen können, die die Besatzer ärgern. Und dann hätten die gesagt, Moment, noch sind wir ja da und wir unterbrechen das jetzt oder wir sagen Schluss. Ist das deutlich? Die hatten das nur gemacht, weil sie das Gefühl hatten, es kann ja nichts Schlimmes dabei rauskommen. Aber man weiß doch gar nicht, was passiert, wenn sich ein Volk trifft und sagt, ey, wir machen mal. Wissen wir ja nicht, ob für die Besatzer was Schlimmes dabei rauskommt. Ob ich heute in Thüringen eine Volksabstimmung über die Verfassung haben wollte, darüber müsste ich jetzt mal ganz tief drüber nachdenken zum Beispiel. Da würde ich auch sagen, ob da unbedingt was Positives bei rauskommt, wenn oder so. Ne? Aber in Berlin fragt man sich auch, da kommt auch nichts Positives dabei raus. Egal wo. Zum Thema, ja, ist das deutlich? Und weil dieses Fenster natürlich auch nicht ewig offen stand, ich will nicht sagen, dass Helmut Kohl sich schweren Herzens, nein, es ist ja nicht mal klar, ob es dann auch Parteien gibt hinterher, in der Form, wie es die bis dahin gab. Ne? Also das war ja gar, wenn man damit anfängt, weiß man gar nicht, was noch klar ist am Ende. Also hat man dieses Ding abgewürgt. Der Schirmherr der Bewegung war Wolfgang Schäuble. Der ist ja bekannt geworden für alles Mögliche, was nicht unbedingt nur gut tut. Und der hat, und dann wurde die Sache abgewürgt und stattdessen ist die Bundesrepublik in den Geltungsbereich, nein, ist die DDR in den Geltungsbereich der Bundesrepublik mit eingetreten. Nicht nach Artikel 146, sondern nach Artikel 23, den es damals noch gab im Grundgesetz. Und dieser Artikel, den gibt es seitdem nicht mehr. Und der hatte die Formulierung, der war gemacht fürs Saarland. Als die Bundesrepublik 1948-49 gegründet wurde, da galt das Saarland noch, gehörte das Saarland noch zu Frankreich. Aber da war schon beschlossen mit den Franzosen, dass die Saarländer eine Volksabstimmung machen sollen, ob sie zu Frankreich oder zu Deutschland gehören wollen. Diese Volksabstimmung stand damals offen und man hat schon das Grundgesetz bearbeitet, obwohl die Saarländer noch nicht dabei waren. Und da stand in dem 23er drin, in Artikel 23, wenn ein Bereich dazukommt, dann wird er ins Grundgesetz mit eingegliedert. Ne? Ist das deutlich? Man hatte also nicht vor, mit den Saarländern jetzt eine Verfassungsauseinandersetzung zu machen, sondern hat gesagt, wenn die Saarländer dazukommen wollen, dann nur unter der Bedingung, dass sie sich fraglos in das dann entstandene Grundgesetz mit einfügen. Und dieser Artikel stand noch da, obwohl die Saarländer es schon längst gemacht haben. Und den hat man dann für die Bundesrepublik gezogen. Oder für jetzt. Dann hat man gesagt, wenn die DDR einsteigt, dann fügt sie sich halt im Grundgesetz. Ist ja nicht so schlimm. Die Würde des Menschen steht ja im Zentrum, wissen wir ja alle. So, gut, das war die Geschichte. Und ich möchte nur jetzt dann vorlesen, was der Carlo Schmitt, ein unglaublich interessanter Denker, es ist mehr als sinnvoll, sich die Reden von ihm anzuhören, wie er das dachte damals. Das ist irre in dieser Besetzten. Damals hat man ja Deutschland auch noch viel weiter gesehen bis
weit hinter Polen und so. Ne? Das war ja ein Riesenbereich, der damals noch im Bewusstsein war. Und wie er das Problem Verfassung und Grundrechte und Grundgesetz und so weiter, wie er das gedacht hat, das ist unglaublich interessant, das zu hören. Das kam im Video, geht man mal drauf, Carlo Schmidt, Grundsatzrede, da fliegt man weg. Wenn man sich das anguckt, dann hat er gesagt, ich mache nur aus einer Rede mal so, eine Verfassung ist nichts anderes, eine Verfassung, nicht ein Grundgesetz, eine Verfassung ist nichts anderes als die in Rechtsform gebrachte Selbstverwirklichung der Freiheit eines Volkes. Darin liegt ihr Pathos und dafür sind die Völker auf die Barrikaden gegangen. Dieser Begriff einer Verfassung gilt in einer Welt, die demokratisch sein will, unabdingbar. Und dann hat er an einer anderen Stelle gesagt, über die Vereinigung, über die gedachte, schon vorgedachte, falls das mal passieren würde, hat er gesagt, auch der Beitritt aller deutschen Gebiete wird dieses Grundgesetz, auch der Beitritt aller deutschen Gebiete wird dieses Grundgesetz nicht zu einer gesamtdeutschen Verfassung machen können. Diese wird es erst dann geben, wenn das deutsche Volk Inhalt und Form seines politischen Lebens in freier Entscheidung beschlossen haben wird. Das ist Carlo Schmidt. Wenn ich jetzt sage, das Grundgesetz ist keine Verfassung, komme ich natürlich sofort in Konflikt mit der Auffassung, die die Bundesregierung zu dem Thema hat. Da sage ich folgendes, man kann alles zur Verfassung deklarieren. Im Sinne der Väter und Mütter des Grundgesetzes ist das Grundgesetz keine Verfassung, weil die Volksabstimmung fehlt. Ist das deutlich? Im Sinne von Herrn Schäuble und im Sinne des Neoliberalismus und im Sinne der Wirtschaftsmächte und im Sinne von irgendwem ist das, was heute ist, die Verfassung. Ich möchte gleich mal erzählen, was die vorne gemacht haben. Ich liebe sie. Sie haben in die Präambel reingeschrieben, 1989. Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen und so weiter hat sich das deutsche Volk Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben. Darf ich was fragen? Wer ist im Sinne des Grundgesetzes alleine die verfassungsgebende Gewalt? Das Volk. Ist das deutlich? Hier haben die was gemacht, die haben sich selbst zur verfassungsgebenden Gewalt erhöht. Sie sind aber nur die verfasste Gewalt. Das heißt, dieses ganze Ding ist durchdrungen inzwischen von Lügen und von Brüchen, von harten Verfassungsbrüchen. Dann haben sie noch was Interessantes, aber das ist nur Dummheit. Also was ich jetzt vorlese, das ist Gemeinheit. Und was ich jetzt vorlese, ist Blödheit. Also das ganze Ding, es sitzen nur noch Idioten, aber das ist eine andere Geschichte. Man kann sich fragen, wieso kann man da drin überhaupt noch sitzen? Da kann man nur sitzen, wenn man entweder Idiot war oder sich zum Idioten hat machen lassen. Andere, da steht tatsächlich, die Deutschen in den Ländern und so weiter und so fort haben in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands vollendet. Damit gilt dieses Grundgesetz für das gesamte deutsche Volk. Das ist für mich der Hammer, ein Grundgesetz, was für ein Volk gilt. Dann kommt der Franzose hierher und dann sagt man, ja, also du pass auf, die Würde des Menschen ist unantastbar, das kann jetzt für dich nicht gelten, du bist ja Franzose. Ist das deutlich? Ein Grundgesetz kann nur für ein Gebiet gelten und nicht für ein Volk. Oh, bist du Deutscher? Komm, zeig mir mal deinen Pass und gehen wir mal zurück bis in die 10. Gehen wir mal zurück da mit deinen Urgroßeltern und da ist irgend so ein Schlawiner dabei. Also, wer ist deutsches Volk? Also, da kommt das. Und dann gehe ich nach China und benehme mich so wie hier. Komme ich in Konflikt, da sage ich, ach Moment, für mich gilt das Grundgesetz. Hä? Oder meine Frau geht im Bikini in Saudi-Arabien spazieren und dann sagt die, ja, das tut mir leid, also eure Gesetze, für mich gilt das Grundgesetz. Ich bin deutsches Volk, das Grundgesetz gilt fürs Ganze. Ich möchte von die Blödheit der Leute, die dahinter stehen und wahnsinnig viel Geld kassieren und Das ist der positive Aspekt noch, der negative, die alles mit sich machen lassen, weil sie über nichts mehr irgendetwas wissen.
Das ist der Hammer. So, und jetzt möchte ich erzählen, warum ich mich darüber aufrege. Und dann möchte ich erzählen, welche Konsequenzen da zu ziehen sind. In Wahrheit ist dieses Grundgesetz das Allerunangenehmste, was überhaupt existiert im Sinne der Politiker im Bundestag. Aber wahrscheinlich auch in allen Landtagen, überall. Und es wird, man hat versucht, es abzuschaffen, die Ewigkeitsgültigkeit von Artikel 1 und Artikel 20 abzuschaffen. Man hat es nicht geschafft. Ich möchte jetzt erzählen, wie die Kräfte sind, die gegen das Grundgesetz wirken. Im Grundgesetz ist die Würde des Menschen das Zentrum. Wir sind dabei, gerade uns in Europa einzugliedern. Die EU ist eine Wirtschaftsorganisation. Sie ist aus der EWG, aus der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, entstanden und hat von vornherein solche Strukturen, die antidemokratisch sind. Wir haben zwar ein Riesenparlament, die doppelt so gut bezahlt werden wie die Leute im Bundestag, die aber nichts zu sagen haben. Nichts. Das heißt, das Parlament darf nicht mal eigene Gesetzesvorschläge machen. In Deutschland ist das Parlament, soll eigentlich die Gesetze machen. Die dürfen nicht mal Gesetzesvorschläge, die dürfen abstimmen. Die kriegen ein paar Fragen von den Millionen vorgelegt und dürfen dazu Ja sagen. Und wenn sie Nein sagen, wird es denen so oft vorgelegt, bis sie Ja sagen. Das viele Geld, was sie kriegen, ist Schweigegeld. Die Demokratien, Strukturen sind absolut antidemokratisch. War ja total zu merken, kein Mensch hat Frau von der Leyen gewählt. Gab eine Riesenwahl, wir durften alle mitwählen, wen wir da haben wollen. Und da gab es ja dann jemanden und der wurde nicht Frau. Kein Mensch hat sie gewählt. Das ist so ähnlich, wie wenn wir wählen und die SPD hat haushoch gewonnen. Schreckliche Vorstellung. Und dann wird jemand ganz anderer zum Bundeskanzler gemacht. Also, ja, von einer Partei, die es gar nicht gibt. Ja, stellen Sie sich mal vor, der Herr Böß würde zum Bundeskanzler gemacht. Da würden sich die Leute aber aufregen, und zwar zu Recht. Da regt man sich, also es ist schon irre. Die ist absolut, und jetzt möchte ich sagen, was das Problem ist mit der EU, mit dem Grundgesetz. Die EU ist eine Wirtschaftsorganisation. In einer Wirtschaftsorganisation stören genau zwei Dinge. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Du brauchst Sklaven und Lakaien. Sonst läuft der Laden nicht. Hartz IV war genau der Haken dafür. Und demokratische und rechtsstaatliche Strukturen. Du willst irgendwas Tolles bauen, sagen wir mal McDonald's oder was ganz Großes, ne, so. Und dann kommt die Bevölkerung und sagt, nee, wollen wir nicht. Ganz schlecht für die Wirtschaft. Jetzt habt ihr doch hier gerade das Problem mit dem Autobauer da aus Amerika. Ja, deutlich? Ja, dann sagen die Leute, nee, wollen wir nicht. Echt scheiße für die Wirtschaft. Und dann entdeckt jemand den kleinen Frosch mit dem gelben Pickel am Arsch. Und dann muss der ganze Rechtsstaat funktionieren, ob man dem Frosch das nun zumuten kann, dass er da weggeholt wird oder nicht. Merkt man, es gibt demokratische Strukturen und Rechtsstaat stört und die Würde des Menschen stört. Deswegen hat die CDU versucht, die Ewigkeitsgültigkeit der beiden Artikel zu schleifen. So, ich erzähle gleich, man hat es nicht geschafft. Pro forma gibt es das Grundgesetz noch mit der Ewigkeitsgültigkeit. Man hat die Strukturen aber so eingerichtet, dass es eigentlich keine Bedeutung mehr hat. Man kann es, ich will mal sagen, ins Museum stellen, auch wenn es noch existiert. Komme ich sofort drauf, erzähle ich sofort. Das sind aber der eine große Feind, der größte Feind gegen das Grundgesetz hier im Nahen ist die EU. Ey, sowas, die Würde des Menschen, demokratische, rechtsstaatliche Strukturen sind echt feindlich. Also sind Feinde der EU. Und der zweite sind die internationalen großen Handelsverträge. Transatlantisches Bündnis. Kann sich irgendjemand erinnern, wie das mit TTIP war? Unsere Politiker waren gezwungen, ohne reingucken zu dürfen, sollten sie gezwungen werden, ein Gesetzespaket abzustimmen und dieses Gesetzespaket für die transatlantischen
Wirtschaftsbeziehungen sollte auch nach Abstimmung noch 5 Jahre absolut uneinsehbar sein. Das Problem dieser Sache war, weil kein Parlament damit gearbeitet hat, gibt es auch keine Gesetze dafür, sodass es für Konflikte keine Richter gibt. Richter agieren ja immer nach Gesetz, wenn man Glück hat. Ich habe nur andere erlebt, das ist ein anderes Problem. Ja? Und weil man deswegen muss man dann auf Schiedsgerichte gehen, wo die Wirtschafter untereinander die Sache, je nachdem wer mehr Geld im Hosensäckel hat, klärt. Dinge, die für das Gesamte eine gigantische Bedeutung haben. Ich möchte nur mal auf das Thema hinweisen, wie das ist. In Amerika werden die Medikamente ohne vorgehende Prüfung verkauft. Hier gibt es ein riesiges Verfahren vorneweg, um die Medikamente zu prüfen, ob sie gesundheitsschädlich oder gesundheitsförderlich sind. Theoretisch. Deutlich? So, ja, so. Das macht die Sache hier teuer, wenn hier ein neues Medikament, das kostet ein Vermögen, das überhaupt mal auf den Markt bringen zu können. In Amerika kostet es nicht. Dafür haben sie in Amerika was anderes, wahnsinnig hohe Entschädigungszahlungen. Wenn du da was nachweisen kannst, kriegst du Millionen. Ist das deutlich? Damit wollen die Angst erzeugen. Aber wie sollen denn nun die Medikamente von hier nach Amerika? Das geht. Die von Amerika hierher. Bei uns gibt es doch gar keine Entschädigung. Wenn du was hast, dann sagt mir, das tut mir aber leid für dich. Ja, jetzt verbieten wir dem, dann kriegst du ja eine Strafe, aber du kriegst keine Entschädigung. Krieg mal hier in Deutschland eine Entschädigung für dir angetanes Leid. Das versuch mal. Ja, jetzt kann man natürlich hingehen und sagen, gut, wir machen einen Kompromiss. Hier gibt es weder Entschädigung noch irgendwas, dann... Ja, ist deutlich. Es geht gar nicht. Das heißt, es hat unglaubliche Konsequenzen, was da gemacht wird. Und da sollten unsere Politiker von vornherein schon gucken. Man hat ja vielleicht mitgekriegt, was dann passiert ist. Irgendwer hat es rausgekriegt. Und wie die Bedingungen waren. Und dann kam unser, naja, das lasse ich mal zur Seite, was dann alles passiert ist, bis nachher die Politiker die Genehmigung hatten, eine halbe Stunde reinzugehen in einen absolut abgeschlossenen Raum. Ganz alleine mussten sie reingehen, alles abgeben, Jacke, sich durchchecken lassen, ob sie auch nur einen Stift dabei haben. Nichts war erlaubt, kein Papier, kein Stift. Dann durften sie reingehen, durften eine halbe Stunde alleine, ohne mit jemandem reden zu können, das Ding durchgucken. Und dann durften sie wieder rausgehen und sie durften überhaupt nur reingehen, wenn sie vorher unterschrieben haben, dass sie über nichts sprechen, was sie da drinnen gesehen haben. Das waren die Bedingungen. Das heißt, hier gibt es, jetzt möchte ich das auseinander, da gibt es überhaupt kein Grundgesetz, da gibt es keine Demokratie, da gibt es keinen Rechtsstaat und da gibt es keine Würde des Menschen. Da gibt es alles nicht. Das wird mit Gewalt durchgesetzt, von oben. Wir haben inzwischen ein dreigegliedertes Rechtssystem. Das da oben sind absolute Herrenrechte, Privilegienrechte für die Eliten. Dann haben wir was das heißt Grundgesetz. In Wirklichkeit ist es schon neutralisiert. Und dann haben wir die absoluten Sklavenrechte in Hartz IV. Das ist nur, wenn man da von Rechten sprechen will. Du hast ja nur das Recht, dich zu unterwerfen. Ist das deutlich? Das sind diese Großen. Jetzt nochmal zurück zur EU. Ich möchte einfach erzählen, was für eine Bedeutung die EU inzwischen hat. Das TTIP kam ja dann auch über die EU. Die war ja dann diejenige, die das unbedingt haben wollte. Es gibt einen, der heißt Ferdinand Kirchhoff, war bis letztes Jahr im Dezember Verfassungsrichter am Bundesverfassungsgericht, der Vizepräsident des deutschen Verfassungsgerichtes. Ende 2018. Ach ja, richtig, 18. 2018. Ja, 2017, also noch als Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichtes, einen unglaublichen Bericht geschrieben. Democracy. Crazy heißt nicht Kratie, sondern crazy heißt bescheuert sein. Demo-Crazy mit einem großen Fragezeichen dahinter. Dieser Artikel war genau 3 Tage in der FAZ verfügbar und dann war er raus. Glücklicherweise durch irgendeinen Zufall habe ich ihn gleich gezogen. Ja. Da steht drin, wie die EU arbeitet. Ich lese erstmal vor, wie er das gesagt hat. Das ist der Herr
Juncker, Claude Juncker, bis vor kurzem Chef von der EU. Den Schwachsinn der jetzigen werden wir nach und nach hören, aber die schweigen sich immer mehr aus, weil sie wissen, dass sie nicht nur angreifbar sind, sondern das Verbrechen sind, was sie machen. Der hat gesagt, wir beschließen etwas, wie die agieren. Wir beschließen etwas, stellen es dann in den Raum und warten einige Zeit ab, was passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen worden ist. Den Teilsatz möchte ich nochmal, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen worden ist. Dann machen wir weiter. Schritt für Schritt. Bis es kein Zurück mehr gibt. Ist das deutlich? Ist das Demokratie oder ist das Mafia? So, das möchte ich jetzt vorlesen. Und der Kirchhoff hat sich sehr darüber aufgeregt und hat einen unglaublichen Artikel geschrieben. Democracy. Und da steht drin. Ihre Distanz zu den Völkern Europas verleitet die EU. Die sitzen da so im Trockenen und so weit weg und kriegen so viel Schweigegeld und werden sowas korrupt gehütet. Verleitet die EU, ihre Distanz zu den Völkern Europas verleitet die EU, Richtlinien zu erlassen, die sofort geltendes Gesetz werden, aber erst innerhalb von 3 Jahren in nationales Gesetz umgesetzt werden müssen. Wenn nationale Umsetzungsgesetze dann etliche Jahre später auf Empörung in den Mitgliedstaaten stoßen, verweist Europa auf eine schon längst geltende Rechtslage und jeglicher Protest dagegen verstummt. Seine Bemerkung, die Technik, diese Taktik der unbemerkten Bildung bindenden Rechtes hat Methode. Diese Technik weicht aber dem Volkswillen aus und schleicht europäische Regeln in nationale Rechtsordnungen ein. Dem demokratischen Ideal einer Hoheitsgewalt, die vom Volk ausgeht, genügt sie nicht, diese Technik. Ist das deutlich? So. Und jetzt muss das mit Zahlen unterlegt werden, damit man begreift, welche Dimensionen das hat. Er schreibt weiter, von Oktober 2017 hat er das veröffentlicht. Er hat den Zeitraum 2013 bis 2016 in den Blick genommen. Von Oktober 2013 bis Oktober 2016 haben den Deutschen Bundestag 64.285 EU-Dokumente erreicht. Ich wiederhole, 64.285 EU-Dokumente erreicht, also 1.785 pro Monat. Dabei handelt es sich zwar nicht immer um Gesetzgebungsvorschläge, aber stets um Akte politisch bedeutender Entscheidungen. Der Bundestag wird von dieser Dokumentenflut geradezu zugemüllt. Eine intensive Befassung und parlamentarische Auseinandersetzung mit den dort behandelten Themen ist in der kurzen Zeit schwerlich möglich. Ein öffentlicher Diskurs findet überhaupt nicht statt. So hat auch der Bundestag in diesen 3 Jahren lediglich 49 Stellungnahmen abgeben können. 49 Stellungnahmen zu 64.285 wichtigen politischen Entscheidungen und Gesetzen. Mehr als 75% der gesamten deutschen Gesetzgebung geht inzwischen von der EU aus. Von einer nicht demokratischen Institution, wo unsere Politiker nur noch abnicken dürfen und nichts zu sagen haben. Hammer! Zudem leitet die Europäische Union keine Dokumente weiter, die in einer Fremdsprache abgefasst sind. Alles in Englisch. Hier wird die Sprachbarriere in Europa zur Demokratiefalle in den Mitgliedstaaten.
Deutlich? Herrenrechte. Einfach verfügt. Demokratie war mal. Wenn man dann dazu sieht, wie unsere Politiker im Parlament entscheiden, jetzt kommt das Problem der Parteienbindung dazu. Wenn ein Politiker zufällig mal weiß, was für eine Scheiße da wieder auf den Tisch kommt und der sagt Nein, dann ist er so gut wie seinen Job los. Jedenfalls ist er schon angezählt. Beim dritten Mal Nein sagen ist er raus. So geht das. Soweit zum Thema. Wenn man mal im Bundestag gesessen hat, hat gesehen, wie die da entscheiden. Kein Mensch im Parlament bei den wichtigen. Je wichtiger die Fragen, desto weniger Leute sind da. Da kann man ganz sicher sein. Also je unwichtiger die Fragen, desto mehr Leute sitzen da. Bei den wichtigen sitzt da gar keiner. Wenn es ganz hart kommt, wird dann auch gleich entschieden. So normalerweise sitzt da aber keiner. Die sind irgendwo in den Häusern verteilt. Und kurz vor der Abstimmung gibt es dann ein riesiges Tuten im ganzen Haus. Da denkst du, oh, was ist denn hier los? Überall. Und dann kommen die alle angelaufen. Und dann steht an der Urne von der SPD einer und hält ein Rot hoch. Das heißt, nein, wollen wir nicht. Alle SPDler sagen nein. Und der andere steht und hält ein Grün hoch. Und alle, die CDUler sagen ja. Unsere Parlamentarier sind frei. Wir dürfen unsere Parlamentarier wählen, weil wir glauben, die haben eine Meinung. Die werben ja beim Wahlkampf mit ihrer Auffassung. Und dann sind sie aber an dieses Mandat, an unser Mandat nicht gebunden, sagt man. Das Problem ist aber, sie sind an das Mandat der Parteien gebunden. Und das ist unter Umständen ganz anders. Alle Parteien, die an der Macht sind, regieren und reagieren so, wie es die dahinterstehenden Geld- und Wirtschaftsmächte wollen. Egal, wen du hochwählst, sobald er oben ist. Und die reden nur so lange schön, wie sie unten sind. Dann gibt es immer den Konflikt zwischen der Basis und oben. Und sobald die, und das kann man in den einzelnen Politikern sehen. Frau Nahles, bevor sie nachher Arbeitsministerin war, hat gesagt, Hartz IV ist absolut verfassungswidrig, menschenrechtswidrig. Kaum war sie oben, hat es genau das Umgekehrte. Bei allen Politikern sieht man es. Deswegen hat man so viel Vertrauen in die Politik. So. Weil es da auf der Ebene auch keine Demokratie mehr gibt. Das war mein Vorwort. Unser Grundgesetz ist nur noch eine Farce. Eine Hülle. Nein, es ist keine Hülle. Es ist eine unglaubliche Kraft, die, wenn wir sie in der richtigen Weise einsetzen, das ganze System sprengen kann. Und jetzt würde ich gerne eine kleine Pause machen. Und dann würde ich erzählen, wie man mit dem Grundgesetz das System sprengt. Ist das okay für euch? Ja.